Hallo, herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. Wir gehen jetzt in den Schrein des Obsidianflügel-Schmetterlings. Und naja, ich habe hier den Rex Himmelshorn die ganze Zeit bei mir. Der powert hier ganz schön mit. Junger Zauberer, willkommen im Schrein des Obsidianflügel-Schmetterlings. Ich bin doch jedes Mal aufs Neue überrascht, wie du es schaffst zu überleben. Meine Pflicht gegenüber der Schattenkönigin ist erfüllt. Mit Hurakan an ihrer Seite kann sie nichts mehr daran hindern, Shibalba zu erreichen. Sie wird das bisher größte ihrer Schattenwerke auf dem Kometen vollbringen, der dann vom Himmel stürzen und alles und jeden hier unten vernichten wird. Deshalb mache ich mich nun lieber aus dem Staub und nehme noch ein paar von den hübschen Artefakten hier mit. Du kannst mich ziehen lassen, oder aber... Dir den Rüssel verknoten, dir die Hose runterziehen und... naja, lassen wir das besser. Ich rüste mich mal gerade aus. Bosskartenspiel ist bereits ausgerüstet. Ich werde hier jetzt eh nicht viel machen können bei dem guten Typen, weil hier mein Begleiter wieder viel machen wird. Oh ja, das ist sehr gut. Ich habe den Rex Himmelshorn dabei und das ist auch gut so, denn dadurch geht hier mal ein bisschen, gibt es mal ein bisschen Dampf unter der Haube. Wir geben Gas quasi. Und die letzte Folge, ich habe da wirklich 1,5 Stunden aufgenommen. Ich habe natürlich auch viel gequatscht, aber was ich da mit dem Kampf hingelegt habe, hallo, wenn ich jetzt hier alleine spiele oder wieder öfter spiele, werde ich bestimmt nicht wieder Kämpfe machen, die sich über 3 oder womöglich sogar 4 Folgen ziehen. Das interessiert auch keinen, das interessiert mich selber auch nicht. Da hole ich mir auch lieber jemanden, der mir helfen tut. Natürlich heißt es, der mir hilft. Nein, eigentlich heißt es, der mir helfen tut. Wie fändet ihr eigentlich meine ganze Folge vom kurz erklärt Terrible K? Ha? Wie fändet ihr das eigentlich mal? Würdet ihr euch... Oh, der hat die Regel. Muss ich mal gerade aufpassen. Was hat denn der Tokus für Regeln? Bitte was? Ist der bescheuert? Ich wollte als nächstes, wollte ich mir hier die Klingen zaubern. Jetzt haben die gerade ihre regulären Sachen. Ich wollte mir Klingen zaubern. Und jetzt hat er diesen fetten Angriff gegen mich gemacht. Okay. Aber er auch. Fuck, was soll ich denn machen? Schon wieder. Bitte was? Muss jede Runde angegriffen werden. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Scheißleben?
kann ich echt nicht, voll scheiße. Hey, hallo, der greift doch jetzt an. Wie soll ich das machen, Leute? Ah, mein Auge juckt wieder. Ich bin hier wieder im Ich sitze hier im Staubmilbenzimmer. Jetzt geht schon wieder los. Schluss jetzt. Hör auf, Krebs. Ja, ja, ich bin tot, ich hab's schon gecheckt. Ihr setzt ja noch einen hinterher, oder was? Er muss jede Runde angegriffen werden. Muss er oder muss und setzt mich. Aua. Aua, aua, aua. Wie dem auch sei, dann werden wir uns hier jetzt mal eindecken mit Angriffen. Klar noch Angriffe. Was ist der Belloc? Belloc ist ein Arschgesicht. Der kriegt keine Feuerschilde drauf. Hier lauter Heißangriffe. Also. Tja, so ist total läppisches. Fünf? Nee, fünf ist auch viel zu viel. Gehe ich ja gar nicht hin. Ich brauche kleine Angriffe. Zwar voll läppisch, aber irgendwie auch. Was soll ich machen, ne? Er muss jede Runde Schaden bekommen, dieser Wanker, echt. Aua, mein Auge. Ich glaube, wir müssen gleich Pause machen. Fuck hier. Machen jetzt gleich. Ja. Bitte, bitte, bon. Was haben wir denn hier noch? Blutflatterer. Diese ganzen Pipifax-Männerchen. Können alle mal weg. Genau wie so ein blöder Troll hier. So, jetzt reicht es auch. Einmal ein bisschen auffüllen. Ach, die gab es ja hier gar nicht. Komm, egal, ich bin eh reich. Hey. Gut, aber ansonsten bleibt die Taktik so, wie sie war. Jede Runde angreifen. Schluck. Da
kann man überhaupt gar nichts vorbereiten, ne? Auch irgendwie voll scheiße. Aber gut, wenn man zu zweit ist, ne? Das ist natürlich läppsch. Aber dann bereitet er sich vielleicht einfach vor. Und ich greife ihn jede Runde an. Und dann ist es auch gut. Ja, eigentlich kann ich nur jede Runde irgendwas ziehen. Fuck. Fuck. Witz, oder? Mistkerl. Was für ein verdammter Mistkerl. Wie hätte das alleine klappen sollen, frage ich mich gerade. Hm? Mit dieser Regel. Klar. Ich rede jetzt nur noch mit Tönen. Wie so Kinderspielchen. Ist aber ganz schön nervig, oder? Boah, dieser Kupferknaspe. Irgendwann komme ich mal bei dem Zaun. Wenn er nicht damit rechnet. Ach, das ist nur der T-Shirt. Miau. Böses Schmusekätzchen. Ich hab schon wieder so viel Quatsch im Kopf. Ich kann das gar nicht alles aus. Bitte was? Wie? Wie? Ich dachte, du bist hier, um zu zeigen, was du drauf hast. Hallo! Ich wollte doch angreifen.
bitte was? Scheiße. Ja, das ist ja ein Witz, ne? Auf der anderen Seite hat er jetzt natürlich das minus 90% Schild drauf. Das heißt, wenn er wieder seinen bescheuerten Ra machen würde, wäre das gar nicht so schlimm. Ich muss mich nämlich jetzt heilen. Definitiv. Da kann man nichts machen. Ja, ich hab ihn besiegt. Donnerwetter! Nächstes Mal, mein lieber Zauberer, wirst du mehr als ein paar Zaubersprüche brauchen, um dich zu retten. Naja, komm, ist gut. Nächstes Mal, vielleicht bin ich ja wieder alleine. Dort, auf dem Podest, liegt ein wunderschönes, mit Juwelen besetztes Meeresschneckenhaus. Du willst gerade danach greifen, als es sich auf einmal bewegt. Hey, Finger weg! Das ist mein Zuhause, das du da angrabst! Das Schneckenhaus tippelt zu einem Loch in der Wand und verschwindet darin. Hä? Kronen. Sollen wir mal Kronen ausgeben? Komm, ihr wollt es doch. Maske der schwarzen Tränen. Hallo, das ist nur Balance. Leckt mich doch am... Das ist nur... Das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Oh, fuck. Fuck. Ich gehe jetzt erstmal nach Zwillingsriesen und löse diese Quest ein. Dann ist die Folge schon wieder vorbei, Leute. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Ja, 15 Minuten gehen wirklich schnell rum. Aber ich habe jetzt gerade auch gar keine Lust mehr, ehrlich gesagt. Ich bin nämlich schon wieder müde werden. Scheiße, das ist so zum Kotzen. Immer diese Müdigkeit. Naja, klar, wenn du früh aufstehst, bist ja auch abends entsprechend müde. Aber es nervt mich trotzdem. Hurakan ist fort? Das ist nicht gut. Dass die Schattenkönigin vorhat, hinauf zu Shibalba zu reisen, lässt mir das Blut in den Adern gefrieren. Shibalba ist der Ort großer Angst, der Schatten des Schreckens. Wir müssen sie aufhalten. Ich kenne einen geheimen Weg ins Innere der Pyramide des fallenden Sterns, den nur ein Adliger öffnen kann. Du musst ein paar der Nachtmare bezwingen, während ich den Geheimweg für dich öffne. Wir treffen uns dort. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Entweder besiege ich dann die Nachtmare oder ich habe sie schon offscreen besiegt. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei. Macht's gut. Tschüss.